Bin nicht gerade ein Freund von Redaktionskonferenzen und ohne diese Abneigung wäre ich vermutlich nie in Kontakt mit dem Thema Cum-Ex gekommen. Ich arbeitete im Herbst 2013 beim Stern. Die komplette Redaktion war in der Konferenz und ich war vermutlich der einzige Journalist, der da erreichbar war. Auf jeden Fall hat eine Sekretärin einen Anruf durchgestellt und ich hatte irgendjemand aus der Schweiz am anderen Ende der Leitung, der mir von Millionengeschäften von deutschen Multimillionären erzählte, auch Namen nannte, vorneweg Carsten Maschmeyer, und auch auf Nachfragen einen ziemlich überzeugenden Eindruck machte. Also es klang sehr überzeugend, kein Spinner, sondern es war ein ernstzunehmender Anrufer. Auf jeden Fall bin ich dann 24 Stunden später ins Flugzeug gestiegen und nach Zürich geflogen und habe da den Mann dann auch im Bahnhof getroffen. Wir sind dann in einen der umliegenden Cafés gegangen und er hat mir dann Nummernkonten gezeigt, Kontoauszüge über zweistellige Millionenbeträge von deutschen Multimillionären und hat angefangen zu erklären, was Cum-Ex-Geschäfte sind. Ich muss gestehen, ich habe damals wenig verstanden, aber ich ahnte ungefähr die Tragweite und dass es sich hier um großen Betrug oder sogar noch mehr handelte und fing dann an zu recherchieren. Zusammen mit meinem Investigativteam damals haben wir dann über Monate die Dokumente ausgewertet, weitere Recherchen gemacht, weitere Dokumente besorgt, uns mit Informanten getroffen, mit Insidern und so langsam eine Vorstellung bekommen, dass es sich hier um einen großen Steuerbetrug handelt. Im Frühjahr 2014 haben wir dann auch veröffentlicht, das war eine Titelgeschichte im Stern, mit Carsten Maschmeyer auf dem Titel, zusammen mit seinen Freunden, die mit ihm zusammen über 50 Millionen bei einer Schweizer Bank angelegt haben. Und das Geld ist dann wiederum in Cum-Ex-Geschäfte gesteckt worden und sollte da eine unglaubliche Rendite erbringen. Diese Titelgeschichte hat dann für relativ großes Aufsehen gesorgt. Es war das erste Mal in Deutschland, dass einer breiten Öffentlichkeit über Cum-Ex-Geschäfte irgendwas erzählt wurde. Bis dahin war das, glaube ich, nur Insidern bekannt. Und die Berichterstattung hat sich irgendwie auf Wirtschaftsblätter oder auf die Hinterteilen von Wirtschaftszeitungen reduziert. Somit war es jetzt erstmals in der größeren Öffentlichkeit bekannt. Und wir sind einfach dann an dem Thema dran geblieben. Für mich hat sich dann ganz spontan ganz viel verändert, weil ich noch nie so viel Anfeindung und Drohung ausgesetzt war. Ich bin über 30 Jahre Journalist, investigativer Journalist, einiges gewohnt. Es ist normal, dass nach Veröffentlichung Rückmeldungen kommen, dass Presseanwälte einen attackieren, dass Drohungen aufkommen. Aber das, was dann nach dieser Cum-Ex-Veröffentlichung geschah, das hatte für mich dann auch eine neue Qualität. In diesem Zeitraum habe ich dann erfahren, dass einer meiner Gesprächspartner, nachdem er sich mit mir getroffen hatte, kurz 24 Stunden später festgenommen wurde, ein deutscher Banker, der in der Schweiz arbeitete, den ich nach der Veröffentlichung im Stern getroffen hatte. Ich wollte mir einfach nochmal ein paar Sachen erklären lassen über diese Art von Bankgeschäften, und wusste nicht, genauso wenig wie er, dass wir überwacht wurden von Privatdetektiven. Wir haben uns im Schweizer Hof getroffen, in der Lobby, das ist ein Hotel direkt gegenüber des Bahnhofs in Zürich, eine Nobel-Adresse, sehr überschaubar diese Lobby. Und da wurden wir dann gefilmt, fotografiert. Und ich habe erst Jahre später durch die Cum-Ex-Files erfahren, was da wirklich passiert ist. Die haben so hochauflösende Kameras verwendet, die konnten sogar festhalten, welche Dokumente ich da diesem Gesprächspartner vorlegte. Man konnte darauf erkennen, welche Namen ich mit Leuchtstift hervorgehoben habe. Und es hatte dann zur Folge, dass der Gesprächspartner verdächtigt wurde, er sei mein Top-Informant. Und er wurde dann wenig später zusammen mit einem anderen Schweizer Banker verhaftet und saß auch monatelang in Untersuchungshaft. Davon habe ich zuerst gar nichts erfahren. Und erst Monate später, durch einen Zufall, ist mir ein Kassierer zugespielt worden, wo ich Kenntnis davon bekam, dass meine Gesprächspartner in der Schweiz verhaftet wurden. Und dass auch ich vorsichtig sein muss, dass mir nicht Ähnliches passiert. Das hatte dann zur Folge, dass ich ein, zwei Jahre einen großen Bogen auf Anraten meiner Anwälte um die Schweiz machte, nie eingereist bin, auch bei Flugreisen darauf geachtet habe, dass keine Zwischenstopps in Zürich waren. Und war mir trotzdem nicht sicher,
ob das nicht alles doch ein bisschen übertrieben ist. Und erst Jahre später bekam ich dann die Unterlagen, so die Grundlagen für die Cum-Ex-Files und fand dann auch Berichterstattungen, Protokolle, Observationsberichte darin vor, wo mir dann deutlich vor Augen geführt worden ist, dass es damals wirklich ernst war. Eine Schweizer Bank hat zwei namhafte internationale Privatdetektive engagiert, die meinen Gesprächspartner rund um die Uhr überwacht haben, auch mich. In den Unterlagen fanden sich auch die Rechnungen, die gingen so an die 100.000 Schweizer Franken, was sich die Bank unsere Überwachung hat kosten lassen. Was mich dann noch viel mehr nachträglich irgendwie ins Grübeln brachte, der Staatsanwalt, der dann gegen uns ermittelt hat, auch gegen mich, oder mich im Visier hatte, hat den Vorwurf Wirtschaftsspionage erhoben. Und das ist natürlich so Tragweite, das hat so eine Tragweite, das kann er nicht auf eigene Kappe nehmen, sondern hat sich nach oben abgesichert. Also da auch das Schweizer Justizministerium war eingeschaltet und hat quasi grünes Licht für diese Ermittlungen wegen Verdacht auf Wirtschaftsspionage erteilt. Ich habe dann damals weiter recherchiert, weiter Dokumente besorgt, blieb an dem Thema dran. Es nahm dann auch immer mehr Fahrt auf in Deutschland. Wir haben dann noch weitere Berichte veröffentlicht über deutsche Cum-Ex-Täter, die diese Art von Finanzgeschäften perfektioniert haben, die den deutschen Staat um Milliarden geschädigt haben. Und es wurde dann auch so langsam Politikum. Es wurde ein Untersuchungsausschuss eingerichtet vom Bundestag, der monatelang das Thema untersucht hat. Und so wurde dann Cum-Ex zumindest ein bisschen größeres Thema in der Öffentlichkeit. Aber eigentlich ist es bis heute noch weitgehend unterschätzt. Die wenigsten Leute ist bewusst, dass es vermutlich der größte Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik ist. Vor 2 Jahren habe ich dann weitere Dokumente zugespielt bekommen. Das war kurz nachdem ich zu dem ARD-Magazin Panorama gewechselt bin. Und mein Zimmerkollege damals war Christian Zalewski. Heute sind wir ein bisschen mehr als Kollegen. Seit 2 Jahren arbeiten wir sehr eng, vertrauensvoll zusammen. Und ich habe ihm einfach den Stick übergeben und gesagt, ob er Interesse hat, in dieses Thema mit einzusteigen. Und ja, in den letzten 2, 3 Jahren haben wir eigentlich wenig mehr gemacht, als uns um Cum-Ex zu kümmern, und haben dann einfach weiter recherchiert. Im Sommer 2017, kurz vor der Veröffentlichung in Panorama und in der Zeit, wurde mir dann ein weiterer USB-Stick zugespielt. Wieder sehr viel Material, umfangreiche Dokumente. Und wir hatten gar keine Zeit, auch diese Unterlagen auszuwerten. Das haben wir dann erst quasi nach der Veröffentlichung gemacht. Und dabei festgestellt, dass wir bislang eigentlich nur die Spitze des Eisbergs gestreift haben, dass der Raubzug viel, viel größer war, dass der Schaden viel, viel größer ist, weil die Täter, die Cum-Ex-Täter, eben nicht nur sich Deutschland vorgeknöpft haben, sondern zumindest die Idee hatten, halb Europa auszurauben. Es gab eine E-Mail, wo einer der Berater einen Broker in London angeschrieben hat und gefragt hat, ob es eine Möglichkeit gäbe, diese Geschäfte auch in Frankreich, Spanien, Italien, Dänemark, Holland, Belgien, ich glaube, es war noch ein paar Namen, ob diese Geschäfte auch dort möglich sind. Wir wussten allerdings nicht, ob sie es dann auch gemacht haben, also quasi, ob das bei einer fixen Idee blieb oder ob die in die Tat umgesetzt wurde. Aber als wir da noch grübelten, bekamen wir einen Anruf von Kollegen aus Dänemark, vom dänischen Fernsehen, die unabhängig von uns auch seit geraumer Zeit an dem Thema arbeiteten, weil Dänemark mit 2 Milliarden Schaden auch mit Cum-Ex-Machenschaften ausgeraubt wurde. Die Kollegen in Dänemark hatten unsere Veröffentlichungen gesehen und gelesen und registriert, dass wir offensichtlich auf großen Materialbergen sitzen und hatten die Hoffnung, dass da auch ein bisschen was für sie übrig bleibt oder dass es auch Hinweise nach Dänemark gab und haben uns nach Kopenhagen eingeladen. Christian und ich sind dann auch hingereist, haben unsere Unterlagen oder unsere USB-Sticks eingepackt, verschlüsselt, und haben uns dann in den Redaktionsräumen des dänischen Fernsehens mit unseren Kollegen getroffen und haben ihnen
die Dokumente gezeigt und auch die E-Mails, wo die Frage auftauchte, ja, ob neben Dänemark und Deutschland auch noch andere europäischen Länder ausgeraubt wurden. Da hat sich dann eins das andere gegeben. Wir haben den ganzen Tag über den Dokumenten zugebracht und uns irgendwie die Köpfe heiß geredet, Ideen ausgetauscht, Informationen ausgetauscht. Und irgendwann kam die Frage auf, ja, ob das eigentlich nicht ein europäisches Thema ist, also kein rein deutsches oder rein dänisches Thema, sondern dass wir uns mit noch mehr Kollegen aus Europa zusammentun müssen und einfach der Frage nachgehen, wurde Europa ausgeraubt? Und die zweite Frage, gehen die Geschäfte heute noch weiter? Das waren die zwei Leitfragen, die uns dann die nächsten Monate oder anderthalb Jahre eigentlich auch beschäftigen sollten. Zurück aus Dänemark haben wir dann angefangen, darüber nachzudenken, eine europäische Kooperation zu schmieden, haben überlegt, welche Kollegen man ansprechen könnte, wen kennt man so in der Schweiz, in Österreich, in Spanien. Letztendlich ist es ja auch eine Vertrauensfrage, so man muss sich auf die Kollegen verlassen können, dass sie verantwortungsvoll mit dem Material umgehen und dass sie sich auch erkenntlich zeigen dahingehend, dass sie Informationen tauschen, dass es also keine Einbahnstraße ist. Letztendlich gab es dann ein erstes Treffen im November 2017. Da waren die Kollegen von der Zeit da, die Panorama-Kollegen, also die alte Mannschaft, aber auch schon ein Kollege aus Österreich, eine Kollegin aus Spanien, die uns eine befreundete Journalistin empfohlen hatte. Die dänischen Kollegen sind angereist, und es hat sich so langsam abgezeichnet, dass wir wirklich eine europäische Kooperation auf die Beine stellen werden. Und der große Auftakt war dann am 2. Februar 2018. Weiß ich noch ziemlich genau, weil es war mein zweiter Arbeitstag als Chefredakteur von Korrektiv und war vermutlich auch für Korrektiv irgendwie komisch, dass der neue Chefredakteur gleich am zweiten Arbeitstag mit 20 europäischen Journalisten in die Redaktionsräume einfiel und dass man sich den ganzen Tag über Cum-Ex-Themen unterhielt. Ich hatte da schon im Vorfeld die Materialien dem Tech-Team von Korrektiv zur Verfügung gestellt, die dann über Wochen eine Datenbank gebaut haben, wo die ganzen Materialien eingespeist wurden, die Kommunikationstool aufgebaut haben, womit die ganzen europäischen Partnern verschlüsselt kommunizieren können, ein weiteres Tool, wo die Recherchen eingespeist werden, sodass jeder sich in Europa, jeder Partner in Ist-Zeit einen Eindruck verschaffen kann, wie der Stand der Recherche ist. Und ja, dieses erste Treffen war dann eines von insgesamt sieben über einen Zeitraum von Dreivierteljahr, an dem wir dann zusammen an dem Thema recherchiert haben. Letztendlich waren es über 30 Journalisten aus 11 Ländern von 16 Medien, die ein Thema vor Augen hatten. Neben den Cum-Ex-Files gab es noch einen zweiten wichtigen Baustein bei diesem Projekt. Und das war das Interview mit einem Insider. Dabei handelt es sich um einen Mann, der da an vorderster Front bei diesen Cum-Ex-Betrügereien dabei war. Er ist auch einer der Hauptbeschuldigten der Staatsanwaltschaft. Und er hat irgendwie 2016 dann die Seiten gewechselt, und wurde Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. Mir ist es dann Wochen später zugetragen worden, dass dieser Mann irgendwie die Seiten gewechselt hat. Mir wurde auch sein Name genannt und ich kannte ihn. Ich hatte vor 4 Jahren schon mal mit ihm zu tun, habe mich damals auch mit ihm getroffen. Wobei das Treffen jetzt nicht sonderlich harmonisch abgelaufen ist. Er war der Täter, ich war der investigative Journalist. Die Fronten waren irgendwie abgesteckt. Und wir sind nicht unbedingt im Guten auseinandergegangen. Und als ich jetzt gehört habe, dass just dieser Mann irgendwie übergelaufen ist, das hat mich dann schon etwas verwundert. Aber ich fand es auch spannend. Und klar, für mich lag es auf der Hand, ich muss ihn wieder treffen. Bei diesem Gespräch
hat mich dann überrascht, dass ich einen ganz anderen Mann wieder getroffen hatte. Er hatte weder äußerlich noch sonst irgendwie mit dem Mann zu tun, den ich vor 4 Jahren getroffen hatte. Er hat sich äußerlich sehr verändert, war sehr hager, offensichtlich viel Sport gemacht, seine Ernährung umgestellt. Aber vor allen Dingen hat sich auch im Kopf bei ihm was geändert. Er hatte plötzlich ein Unrechtsbewusstsein, wusste, was sie gemacht haben und hat es auch verurteilt. Erst dachte ich, okay, er muss es jetzt so sagen, er sagt das, was ich hören will. Aber wir haben uns dann immer wieder getroffen und irgendwann war es dann auch so weit, dass er bereit war, uns, Christian Zalewski und mir, ein Interview zu geben unter bestimmte Voraussetzungen. Die Voraussetzung war, dass wir seine Anonymität wahren, weil er fürchtet sich vor früheren Mittätern, sein privates Umfeld weiß gar nicht Bescheid, weiß auch gar nicht, dass er Angeklagter oder Beschuldigter ist. Und wir haben uns darauf eingelassen, haben gesagt, okay, Interview gegen Anonymität. Wir wollten dann aber, dass er trotzdem vor der Kamera möglichst frei spricht, dass man auch die Mimik sieht, dass der Zuschauer sich ein Bild machen kann von dem Mann, von seinen Aussagen. Und es wurde dann mit einem erheblichen Aufwand eine Silikonmaske angefertigt. Er sieht aus wie ein Mensch. Man kann seine Mimik verfolgen, man sieht jedes Augenbrauen zucken, aber er sieht anders aus, als er in Wirklichkeit ausschaut. Und mit dieser Maske, die über einen Zeitraum von 3 Stunden angelegt werden muss, hat er uns dann ein Interview gegeben. Es war ein 8-stündiges Interview, das sich erstreckt hatte über 2 Tage. Und gut, anschließend weiß ich nicht, wer mehr kaputt war. Er, der Insider, oder wir beide Interviewer. Es war sehr intensiv, sehr anstrengend, aber in vielerlei Hinsicht sehr aufschlussreich. Wir haben natürlich wahnsinnig viel Insight-Wissen bekommen über diese Cum-Ex-Geschäfte der letzten 10 Jahre, über die beteiligte Person, wie sie es gemacht haben. Aber er hat uns auch ein bisschen in die Gedankenwelt dieser Menschen geführt. Man hat ein Gespür dafür bekommen, wie die ticken, was sie treibt, wie die drauf sind, wie die Gier überhand nimmt und dass es da irgendwann gar nicht mehr so sehr um Geld geht, weil man 50 oder 100 oder 200 Millionen irgendwie auf dem Offshore-Konto liegen hat, sondern dass es auch so Allmachtsgefühle sind und ja, und dass sie den Staat als Feind erachtet haben und es auch als legitim angesehen haben, den einfach auszurauben, weil sie einfach klüger, cleverer, schneller sind als Finanzbeamte. Die ganzen Monate über haben uns 2 Fragen beschäftigt. Wurde Europa ausgeraubt und gehen diese Cum-Ex-Geschäfte oder zumindest artverwandte Geschäfte heute noch weiter? Weder in Spanien noch Italien noch Frankreich war das bis heute überhaupt bewusst, dass sie Opfer waren, dass auch ihre Staatskassen, ähnlich wie in Deutschland und in Dänemark, irgendwie einfach knallhart ausgeplündert wurden. Also das ist ein richtig gehender Scoop. Im Frühjahr 2018 bekamen wir Unterlagen zugespielt, wonach es weitergehen soll mit Cum-Ex-Geschäften. Diese Papiere haben uns natürlich elektrisiert. In Deutschland laufen Ermittlungen, in Dänemark laufen Ermittlungen, weltweit werden Konten eingefroren. Cum-Ex-Täter sind abgetaucht, andere haben sich in die Schweiz in Sicherheit gebracht. Und es ist kaum vorstellbar, dass unter diesem Druck dann die Geschäfte immer noch weitergemacht werden sollen. Aber wir wollen es einfach wissen und haben dann überlegt, wie wir da den Beweis erbringen können, ob das Papier echt ist, ob da wirklich was dahinter steckt, ob da wirklich Geld eingesammelt wird, um dann die Beträge zu hebeln und damit Cum-Ex-Geschäfte zu machen, um irgendwelche Staaten damit dann auszuplündern. Irgendwann ist dann ja, man muss es so sagen, die größenwahnsinnige Idee entstanden, dass wir vielleicht eine Undercover-Operation starten sollten, uns einfach
als Milliardäre ausgeben und uns mit diesem Trader, mit diesem Anbieter treffen sollten und Interesse einfach bekunden, dass wir unser Geld anlegen wollen. Wenn man von Geld anlegen spricht bei Cum-Ex-Geschäften, dann reden wir über Anlagen von 50 bis 100 Millionen oder nach oben fast keine Grenzen. Aber unter 50 Millionen läuft da eigentlich nichts. Wir haben dann über Wochen und Monate eine Scheinidentität aufgebaut. Ich kann da jetzt leider gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil wir da auch Leute schützen müssen. Wir haben diesen Mann kontaktiert über Briefkastenfirmen, und letztendlich hat er uns dann weitere Unterlagen geschickt, beziehungsweise unsere andere Identitäten. Und wir haben dann ein Treffen mit ihm vereinbart in London. Im August sind wir dann nach London geflogen. Es musste halt alles stimmen, alles musste echt sein. Wir mussten echt sein, wir mussten überzeugend sein. Sowohl Christian und ich sind beide keine Schauspieler, sondern wir sind nur Journalisten. Wir wurden aber vorher richtig gehend gecoacht, auf unsere Rolle eingeschworen. Eine Kostümbildnerin des NDR ist mit uns shoppen gegangen, in Boutiquen gegangen, wo keiner von uns sonst einkauft, hat uns eingekleidet mit teurem Tuch, mit Einstecktuch, damit wir aussehen wie jemand, der wirklich über große Vermögen verfügt. Wir haben in London dann eine Suite gemietet. Ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter diese Suite hat. Die kostet 2.500 Euro die Nacht, befindet sich direkt an der Themse, im super teuren Hotel, im 37. Stock, bodentiefe Fenster. Wenn man da in die Suite reinkommt, verschlägt es einem erstmal den Atem, weil man einen unglaublichen Blick über London hat, direkt über die City hin zum Finanzdistrikt. Und hier, das war dann quasi die Location, wo der Deal über die Bühne gehen sollte. Das NDR-Team hat dann Kameras versteckt, aufgebaut, in Büchern, wie man es aus James-Bond-Filmen kennt. Irgendwelche Schinken wurden ausgeschnitten, damit sie Platz haben für kleine Kameras. Insgesamt waren in der ganzen Suite 5 Kameras verteilt, Mikrofone. Also jeder Schritt, jeder Ton, alles wurde aufgezeichnet. Uns kam das sehr zu Pass, dass es in London stattfand, weil im Gegensatz zu Deutschland sind Aufnahmen, Tonbandaufnahmen wie auch versteckte Filmaufnahmen in England erlaubt. Also wir haben uns total auf legalem Boden bewegt, als wir diese Falle aufgebaut haben. Und ja, wir haben uns dann die Legende nochmal zurechtgelegt, uns eingeschworen, uns in diese Welt versetzt. Man musste quasi sich gedanklich damit auseinandersetzen, dass man jetzt über mehrere Milliarden verfügt, dass man jetzt einfach 50 oder 100 Millionen Euro anlegen will. Nicht, weil man es nötig hat, sondern weil man Lust drauf hat, weil man einfach sein eh unermesslich viel vorhandenes Geld noch mehr vermehren will und es eigentlich egal ist, wo die Gewinne herkommen, weil es sind ja rein steuergetriebene Geschäfte. Da ist ja nichts dahinter, außer dass Steuern ausgezahlt werden, die man vorher gar nicht entrichtet hat. Also die Anleger von Cum-Ex sind sich eigentlich auch bewusst, was sie tun. Die ganze Undercover-Operation in London reduzierte sich dann auf 45 Minuten. Es ging darum, in 45 Minuten den Beweis zu erbringen, dass die Cum-Ex-Geschäfte weitergehen, dass es kein Hirngespinst ist, dass es alles real ist, dass die Betrügereien nach wie vor an der Tagesordnung sind. Ich weiß jetzt nicht, wer nervöser war, Christian und ich oder unsere Zielperson. Er wusste ja nicht, dass wir Journalisten sind, sondern er ging ja davon aus, dass wir Milliardäre sind, die 50 oder 100 Millionen Euro anlegen wollen. Und er war unter Druck, weil so reiche Leute, die haben keine Zeit, sie sind arrogant, sie sind abgehoben, immer in Zeitnot, skeptisch. Das war auch meine Rolle. Ich musste den Skeptischen spielen. Christian war irgendwie der
der junge Draufgänger. Wir waren ein Brüderpaar. Ich versuchte irgendwie das Geld der Familie zusammenzuhalten. Der Jüngere wollte irgendwie es dem älteren Bruder nochmal zeigen, wie man irgendwie ganz schnell 15-20% Gewinn macht in 90 Tagen, quasi aus 50, 100 Millionen, 8, 9, 10 Millionen rausholt an Gewinn. Und unsere Zielperson wusste, Milliardäre haben keine Zeit, er hat maximal 30, 45 Minuten, um uns zu überzeugen. Als er dann kam, es war brüllend heiß in London, Außentemperaturen von über 32 Grad. Wir haben die Suite auf 18, 19 Grad runtergekühlt, auch wenn wir nervös waren. Aber es war interessant, er war, glaube ich, nervöser als wir. Und er hat sich dann das Jackett ausgezogen, der unserer vermeintlichen Assistentin übergeben, sich hingesetzt und sofort angefangen, die Papiere auf den Tisch legen. Und wir mussten uns Mühe geben, ein gelangweiltes, desinteressiertes Gesicht zu machen, weil wir wussten, hier liegt der Beleg auf dem Tisch, auf den wir seit Monaten warten, auf den wir seit Monaten zurecherchieren. Und mussten uns irgendwie zurückhalten und irgendwie dann ganz gelangweilt irgendwann die Präsentation greifen, gelangweilt drüber drin herumblättern, um sie dann wieder irgendwie despektierlich auf den Tisch zu werfen, damit er weiter ausholt und das Ding weiter anpreist und noch mehr verkauft und. Es waren also aufreibende 45 Minuten, aber das Ergebnis war atemberaubend. Wir hatten den Beleg. Es geht weiter. Jetzt. Zur Stunde. Jetzt wird Spanien ausgeraubt. Frankreich, Italien. Aus den Unterlagen geht hervor, halb Skandinavien, Finnland, Norwegen, Südafrika, Japan. Europa ist eh nicht mehr genug. Jetzt geht es um die ganze Welt.